Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und das ist mein Lesemonat für den Januar. Ich habe ja am Anfang vom Januar auch eine Leseliste hochgeladen, also was ich so im Januar lesen wollte. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Ich hatte 6 Bücher auf meiner Leseliste, 5 davon habe ich wirklich gelesen, 1 habe ich leider nicht gelesen. Dafür habe ich aber noch 2 andere gelesen, die nicht auf dieser Liste standen und ich habe auch noch 2 angefangen, die nicht auf dieser Liste standen. Ich gehe jetzt einfach der Reihe nach durch, wie ich sie wirklich angefangen habe, also nicht unbedingt, wie ich sie beendet habe oder wie ich sie gut fand oder nicht gut fand oder so, sondern einfach in der Reihenfolge, wie ich angefangen habe, sie zu lesen, weil so habe ich sie auch aufgeschrieben in meinem schönen Book-Insert in meinem Bullet Journal Traveler's Notebook. Deswegen habe ich hier die Liste und so ist es relativ einfach, denke ich. Das erste Buch, das ich angefangen habe, war Tom Clancy's Netforce Intermafia von Steve Perry. Dem Buch habe ich 3 Sterne gegeben und ich habe eine Review davon oder eine Rezension darüber auf meinem Blog und auf Goodreads. Wie schon gesagt, ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. In dem Buch geht es um eine Sondereinheit der amerikanischen Regierung, die sich um Cyberkriminalität kümmert. Und es gibt da eben irgendwie einen Hacker, der alle möglichen Systeme versagen lässt und dadurch katastrophale Unfälle herbeiführt. Also irgendwelche Züge, die ineinander reinprasseln und lauter andere schlimme Sachen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was da noch alles war, weil diese Sachen sind an sich nicht so wichtig für die Handlung. Also das passiert zwar, aber und deswegen kümmert sich die Einheit halt um ihn, aber es wird da nicht viel Wert drauf gelegt, was da wirklich passiert. Ich habe dem Buch nur 3 Sterne gegeben, weil ich hatte ein paar Probleme damit. Es war ein bisschen verwirrend, weil das Buch 1998 geschrieben oder zumindest veröffentlicht wurde und es spielt aber 2010. Und manche von den Technologien, die auch ziemlich im Vordergrund stehen in diesem Buch, gibt es einfach nicht und sind auch total unwirklich eigentlich. Also wo man so denkt, so wie soll das bitte funktionieren und was soll das sein? Die eher so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angemutet sind. Und ja, es ist halt super verwirrend. Außerdem gab es 1, 2 andere Sachen so vom Schreibstil her, die mir nicht gefallen haben. Ja, aber alles in allem fand ich die Geschichte ganz gut und auch den Schreibstil. Es war dem von Tom Clancy ziemlich ähnlich, bis auf diese paar Sachen. Und deswegen habe ich dem Buch dann auch 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet und es nochmal genauer alles hören oder sehen möchtet, könnt ihr gerne meinen Blogbeitrag dazu lesen oder halt auch bei Goodreads. Da sind wir auch schon bei dem einen Buch, das ich nicht gelesen habe. Und zwar wäre das der 2. Teil von Intermafia gewesen, von Tom Clancy's Netforce gewesen. Auch bei Steve Perry. Und das habe ich eben nicht gelesen, weil ich habe das Buch zwar als erstes angefangen in dem Monat, aber ich glaube fast als letztes beendet, weil ich zwischendurch lauter andere Bücher gelesen habe. Und dann bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen, das 2. anzufangen. Und es steht jetzt auch nicht auf meiner Februar-Leseliste. Ja, weil ich jetzt gerade nicht unbedingt so Lust drauf habe. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann lesen. Ich möchte die Serie auch ganz lesen eigentlich. Aber jetzt im Moment habe ich einfach lauter andere Bücher, die mich interessieren. Und dadurch, dass das erste nur 3 Sterne von mir bekommen hat und ich das nicht so toll fand, sehe ich da jetzt auch nicht so unbedingt den Zwang, danach das direkt weiterzulesen, das nächste. Das 2. Buch, das ich wirklich gelesen habe, war Stalking Jack the Ripper bei Carrie Maniscalco. Das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Und da gibt es auch eine Goodreads-Review dafür. Leider keine auf meinem Blog, weil ich meinen Blog erst hinterher angefangen habe. Ich möchte aber ein Video dazu drehen, also eine Rezension über das Buch. Und das werde ich auch dann in nächster Zeit hochladen. Das Buch hat mir super gut gefallen. Hier geht es um ein junges Mädchen, das in den 1880er Jahren, glaube ich, lebt. Es spielt in London, eben zu der Zeit, wo Jack the Ripper sein Unwesen treibt. Und das Mädchen Audrey Rose, sie ist eine Dame von Stand sozusagen, aber ihr Onkel ist ein Pathologe oder ein Wissenschaftler, der sich auch mit Pathologie befasst und sie lernt quasi von ihm. Das darf aber natürlich ihr Vater nicht wissen und auch sonst eigentlich keiner. Es spielt eben zur Zeit von Jack the Ripper und sie hat quasi das Glück in Anführungszeichen, dass ihr Onkel eben die Fälle von Jack the Ripper zugeteilt bekommt und ja, sie arbeitet dann eben mit ihrem Onkel und dem anderen Lehrling von ihrem Onkel daran, rauszufinden, wer Jack the Ripper ist und was hinter diesen ganzen Morden steckt. Wie gesagt, ich werde dazu eine Review hochladen, auch mit einem Nicht-Spoiler-Teil und einem Spoiler-Teil, weil die Auflösung des Buchs fand ich auch echt super und da würde ich gern drüber reden.
Generell fand ich das Buch aber wirklich super. Ich fand Audrey Rose war ein sehr, sehr toller Charakter. Generell alle Charaktere, die wirklich beschrieben wurden, die wirklich eine wichtige Rolle gespielt haben, waren sehr gut geschrieben. Es war wirklich einfach ein super tolles Buch und ich würde euch allen empfehlen, das zu lesen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Der Thron von Melangar. Das war schon eins von den Büchern, die ich nicht auf meiner Leseliste hatte. Das Buch habe ich nämlich bei NetGalley bekommen. Da kann man sich so anmelden und E-Books quasi bekommen, teilweise auch schon vor der Veröffentlichung, um eben Rezensionen darüber zu schreiben und zu machen. Das Buch ist aber schon älter und zwar ist es der erste Teil der Rüria-Serie, wie auch immer man das aussprechen möchte. Es ist ein High-Fantasy-Buch, das auch so wie viele High-Fantasy-Bücher einfach ein bisschen historisch angehaucht ist. Und darin geht es um zwei Banditen sozusagen, um zwei Räuber, die irgendwie, denen wird eine Falle gestellt und dann sieht es nachher so aus, als hätten sie den König dieses Reichs umgebracht, in dem das spielt. Und sie müssen dann halt eben beweisen, dass sie es nicht waren, haben dann zwischendurch auch noch den Sohn des Königs, also den neuen König, gekidnappt und müssen dann auch ihm helfen. Und ja, also es ist eine wirklich super Geschichte, hat von mir auch fünf Sterne von mir bekommen. Dazu gibt es auch eine Review auf Goodreads. Da hatte ich meinen Blog auch noch nicht. Aber ihr könnt eben auf Goodreads euch meine Review anschauen, wenn euch das interessiert. Auch das nächste Buch, das ich gelesen habe, stand nicht auf meiner Leseliste für Januar. Und es ist auch eigentlich kein richtiges Buch, es ist mehr ein Essay. Und zwar ist es We Should All Be Feminists bei Chimamanda Ngozi Adichie. Und das ist nur ungefähr 50 Seiten lang. Und da schreibt sie einfach über ihre Erfahrungen mit Feminismus und über sich selbst als Feministin sozusagen und was sie so alles erlebt hat. Und das ist wirklich super interessant. Ich finde, das sollte jeder lesen. Wie gesagt, das sind nur 50 Seiten. Das kann jeder irgendwie, ich sag mal, einbauen in seinen Alltag, das zu lesen. Es ist wirklich super interessant. Und ja, man macht sich danach auch nochmal viel mehr Gedanken über Feminismus an sich und auch vielleicht darüber, wie man sein Leben lebt, wie man sein Leben anders leben könnte oder wie auch immer. Also wie gesagt, ich fand es wirklich super, hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Dann das nächste Buch, das ich gelesen habe, stand auch auf meiner Leseliste für den Monat Januar und zwar ist das Feuerhimmel Sternennacht bei Audrey Coulters. Und dieses Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Es gibt eine Review dafür auf meinem Blog und auf Goodreads und ich werde auch ein Video dazu hochladen, falls euch das dann genauer interessiert. Deswegen möchte ich nur so ganz kurz drüber sprechen. Und zwar geht es in dem Buch um eine Prinzessin, die in ein neues Königreich kommt, um dort den Prinzen zu heiraten, dem sie seit ihrer Kindheit versprochen ist. Sie verliebt sich aber in dessen Schwester. Und ja, so geschehen halt Dinge, wie sie geschehen. Das nächste Problem ist nämlich, dass sie Zauberkräfte hat und Magie ist generell in dieser Welt nicht sehr hoch angesehen. Und sie probiert es halt zu verstecken. In ihrem Zuhause war das eigentlich kein so ein großes Problem. Das konnte sie ziemlich gut verstecken. Jetzt in diesem neuen Königreich wird es immer schwerer für sie, das zu verstecken. Und sie muss halt nicht nur damit klarkommen, dass sie sich eben in die Schwester von ihrem ja, Verlobten, Versprochenen verliebt hat, sondern halt auch irgendwie probieren, ihre Magie zu verstecken. Dann habe ich noch 2 Hörbücher gehört. Einmal Erbin des Feuers und Königin der Finsternis. Das sind 2 weitere Teile der Throne of Glass-Serie von Sarah J. Maas. Da möchte ich gar nichts drüber sagen, weil es eben eine Serie ist und wenn ich da jetzt irgendwas drüber sage, dann verrate ich ja, was in den anderen, in den ersten Büchern passiert, deswegen möchte ich das nicht machen. Aber sie haben alle beide von mir 5 Sterne bekommen. Ich liebe diese ganze Serie einfach. Ich bin jetzt beim letzten Buch, das es im Moment gibt. Es wird ja im September ein neues geben, aber ich bin jetzt im Moment beim letzten. Und ja, also ich bin total begeistert. Ich liebe diese Serie. Ich möchte gar nicht, dass sie aufhört, aber ich kann es auch gar nicht erwarten, dass ich mit dem Buch fertig bin und dass das nächste rauskommt, weil ich einfach wissen möchte, was passiert. Und ja, die Bücher sind einfach fantastisch. Dann habe ich einfach noch 2 Bücher, die ich nicht fertig gelesen habe. Einmal ist es Die Feuerheilerin von Ursula Neb und auch dieses Buch habe ich über NetGalley bekommen. Das habe ich nicht fertig gelesen, weil ich es jetzt im Moment fertig lese. Ich habe zwar gehofft, dass ich es fertig bekomme im Januar, aber ich habe dann die letzten paar Tage, Montag und Dienstag, kaum gelesen und deswegen
bin ich dazu nicht gekommen, aber ich werde es auf jeden Fall diese Woche, denke ich, fertig lesen. Und bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Es ist ein historischer Roman. Ja, und mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht, weil ich es eben noch lese. Und ja, dann das letzte Buch, das ich nicht fertig gelesen habe, ist ein Buch, mit dem ich ziemlich kämpfe. Und das ich eigentlich auch nur noch lese, weil ich es auch von Ned Gelly bekommen habe und dadurch eben auch eine Rezension dazu schreiben sollte. Es ist Fairies Kristallblau bei Stephanie Dehm. Es ist der erste Teil in einer Reihe, die Fairies-Reihe, und es ist eben ganz neu. Ja, es handelt sich hierbei um ein Buch, das Urban Fantasy oder Contemporary Fantasy ist. Also es geht um ein Mädchen, das eigentlich in der normalen Welt lebt. Sie ist auch am Anfang der Geschichte mit ihren Freundinnen nach dem Abi auf... Ist sie auf Mallorca oder in Lorette? Eins von beiden, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Wie auch immer, also auf jeden Fall ein ganz normales deutsches Mädel. Also es ist ja auch ein deutsches Buch. Genauso wie die Feuerheilerin auch. Und ja, dann stellt sich eben heraus, dass sie irgendwie eine Fairy ist. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert direkt am Anfang und darum geht es ja in dem Buch auch. Und ja, ich bin, glaube ich, bei 13%. Ja, ich habe einfach so meine Probleme damit. Ich finde, nach irgendwie 13% weiß ich eigentlich schon alles. Ich weiß gar nicht, warum ich es lesen soll, weil sie wird eben entdeckt quasi und ihr wird gesagt, dass sie eine Fairy ist. Und im selben Atemzug wird ihr alles gesagt, was sie über Fairies wissen muss. Und das war's. Also ihr wird einfach komplett erzählt, hier das und das und das und das und das. Und so sieht's aus und das kannst du und das musst du und so sieht unsere Welt aus. Punkt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt lesen soll. Also ich könnte jetzt vielleicht noch ein paar Seiten weiterlesen, damit ich weiß, ob sie sich entscheidet, eine Fairy zu werden oder wieder zurück zu ihrem normalen Leben zu gehen. Was ich aber eigentlich auch nicht muss, weil das ist ja offensichtlich, dass sie das macht. Wobei, das ist jetzt nicht die Schuld des Buches. Ich meine, ich denke, wenn man... das Buch liest, dann ist einem wahrscheinlich klar, dass sie sich, wenn man dann zu dem Punkt kommt, wo sie vor die Entscheidung gestellt wird, bleibt sie oder wird sie eine Fairy oder wie auch immer oder vergisst sie alles und geht zu ihrem normalen Leben zurück. Natürlich wird sie nicht zu ihrem normalen Leben zurückgehen. Ja, aber das ist im Moment das Einzige, was noch so irgendwie annähernd offen ist. Also ich weiß gar nicht, was in dem restlichen Buch passieren soll, weil es wurde überhaupt nichts so angesetzt irgendwie. So, also ich sehe überhaupt keinen Grund weiterzulesen, außer dass ich es halt gerne fertig lesen sollte, wollte, würde, müsste, wie auch immer. Aber ja, also, ja, es tut mir echt leid. Ich kann euch auch nicht wirklich mehr zu dem Buch sagen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr gespoilert, falls ihr das Buch lesen möchtet. Ich möchte auch nicht zu böse oder herablassend über das Buch reden, weil ich meine, ich bin keine Autorin, ich... bin nur ein Laie, der irgendwie gerne liest und habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von literarischen Sachen, ja. Aber es ist einfach so meine Empfindung einfach. Also ich bin 13% in dem Buch und ich weiß nicht, warum ich überhaupt weiterlesen sollte. Und das finde ich schon sehr schade. Aber wie gesagt, ich werde es weiterlesen. Das Video ist jetzt auch schon lang genug und ich habe ziemlich viel... Es tut mir leid, irgendwas kratzt mich an der Nase. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe da irgendwo ein Haar rumhängen. Auch immer. Das interessiert euch jetzt wahnsinnig, ich weiß. Aber das Video war jetzt schon, glaube ich, lang genug. Ich habe ziemlich viel geredet über Sachen, über die man wahrscheinlich gar nicht so viel hätte reden müssen. Ja, und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, mir ein Abo da lasst, was keinen Sinn macht, mich abonniert und natürlich vor allem mir einen Kommentar da lasst. Sagt mir, welche Bücher ihr gelesen habt von diesen Büchern, welche ihr lesen möchtet von diesen Büchern, welche Bücher ihr unabhängig davon im Januar gelesen habt oder irgendwas auch immer. Ja, lasst mir einfach einen Kommentar da, damit wir uns irgendwie kennenlernen können und miteinander unterhalten können. Ja, was ihr mir vielleicht aber auch sagen könnt, ist, meine Brille, stört euch das arg mit dem Reflektieren? Weil irgendwie, mich stört es zwar teilweise auch in Videos, aber dann stört es mich auch wieder nicht. Und dann mag ich es einfach nicht, meine Brille runterzusetzen, weil ich da nicht sehe. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch nicht sehen für dieses Video, weil ich ja nur vor meinem Handy sitze und mit meinem Handy rede oder mit meiner Kamera. Deswegen sagt mir, wie ihr das findet. Soll ich meine Brille runtertun oder soll ich sie auflassen? Ja. Und ich gehe jetzt, bevor das noch weiter ausartet. Tschüss!